Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier auf CGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier sehen wir lauter Leute, die irgendwie nichts zu tun haben, beziehungsweise nichts, genau. Wir müssen nämlich hier mal einen umschulen, dass der mal ein bisschen hiervon macht. Und das wiederholst du bitte auch. In der Hoffnung, dass das hier ein bisschen klappt. Die ist ja auch relativ fix unterwegs. Gut, damit denn hier einer nach dem nächsten vielleicht so eine Schnittstellenkomponente mal wieder machen kann. Ein Angebot. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Also momentan haben wir wirklich an der Grafikdesigner-Front irgendwie ein riesengroßes Problem. Und ich weiß gar nicht, warum das mit mal so aufgekommen ist, aber ist halt so. Gut, hier haben wir jetzt momentan Marketingkampagnen natürlich zwei gleichzeitig laufen. Das haben wir herausgefunden, dass das geht. Theoretisch könnte man noch eine dritte gleich hinterher schicken, aber na gut, unsere Marketing-Leute, so schnell sind sie noch nicht. Wir werden sicherlich 15 Millionen User durchstoßen, hoffentlich heute, also in dieser Folge. Und das heißt eigentlich, nee, wir müssen 30 Millionen als nächstes haben, ne? Bei den Mitbewerbern ist der nächste mit 27 Millionen, ist Quitsch. Reddit haben wir schon überholt. Oh, wir haben aber mächtig verloren an... Wir hätten doch mal mehr als 9 Millionen User. Was ist da passiert? I didn't know. Aber wir müssen Quitch überholen. Wir müssen an Quitch vorbei, weil bei den Streaming-Diensten, wenn wir Quitch überholt haben, sind wir schon mal mit Nummer 2. Könnte durchaus vielleicht irgendeinen Vorteil bringen. Ich weiß aber nicht welchen oder ob. Aber möglich ist ja alles. So, du machst weiter Vorlagenkomponenten. Wie sieht es generell aus hier? Ah, guck mal, die gehen auch aus. Auch die Komponenten. Eieieiei. Versteht keiner, was die da so für einen Run drauf hatten, ne? Aber die haben jetzt erstmal alle was zu tun hier. Gut, nein. Wir verkaufen erstmal nicht. Also wir machen hier generell jetzt einen ganz gut Gewinn. Haben an der Börse schon ein bisschen Geld, oder haben da schon ein bisschen Geld geparkt an der Börse. Bei unserem werten Punchbox-TV-Team hier, die auch ein bisschen mehr wert sind. Also wir haben es für 343 gekauft, sie sind 361 wert. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Gewinn gemacht sogar bei der ganzen Sache, wenn wir das jetzt verkaufen würden. Ziel ist es ja, also ich weiß nicht, ob ich die übernehmen kann oder nicht. Weiß gar nicht, wie ist denn der letzte da unten wert hier? Daily Movement, der ist verfügbare 18,3 Millionen, Einschätzung 2,9 Millionen. Weiß nicht, ob ich die einfach aufkaufen kann. Das probieren wir dann mal aus. Probieren wir einfach mal aus, wenn wir genügend Geld zusammen haben, ob wir die einfach so aufkaufen können und dann das hier als Produkt erscheint, Daily Movement, und wir dann die Seite ein bisschen pushen können, featuren können, Werbung drauf machen können, auf unseren Server mit draufnehmen können. Irgend sowas. Also das ist zumindest erstmal mein Ziel, was ich jetzt noch habe. Das möchte ich ganz gerne mal gucken, weil momentan mit den Servern, die wir haben, da können wir locker noch ein paar neue dazustellen. Kein Thema. Kriegen wir immer was dazu. Wie sieht es hier aus? Okay, abgelehnt. So. Gemacht erstmal. Aber die Grafikkomponente ist natürlich auch schon sehr, 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 sehr dünn gesät. Werden wir erstmal da wieder ein paar von machen lassen. Oh, was ist mit ihr los hier? Schlechte Laune hat sie. Warum das denn? Bitte schön. Wieder mal einen Tag nach Hause. Oh. Auf Antwort warten. Auftrag abgelehnt. Wir verkaufen erstmal da in dem Bereich erstmal nichts. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt schon 2 Tage nach Hause schicke. Dafür aber 9 Stunden arbeiten lasse. Das könnte man theoretisch nochmal sich überlegen, damit wir 2 Tage Zeit haben mit den anderen, die dann hier sind, vielleicht eventuell solche Lücken wieder aufzufüllen, die dann entstehen. Ja, weiß ich noch nicht. Kann ich Personaler, kann ich nicht mehr einstellen. Doch, ich könnte. Ne, mehr zuweisen kann ich ihm nicht, ne? Das war schon das Maximum, was wir haben, oder? Moment, wir gucken mal. Team 8 von 8. Gut, du hast wieder ein Angebot für mich. Und zwar ein schlechtes. Naja, macht ja nichts. So, wir gucken mal hier beim Marketing, ob wir da nicht schon wieder. Da können wir doch bestimmt schon wieder einen Tag mit 100.000. Gut, wunderbar. Zack, läuft das auch nochmal mit. Dann kriegen wir hier nochmal richtig schön viele neue User. Und dann gucken wir einfach mal, wie es aussieht um 19 bis 21 Uhr, wann wir dann unseren Höhepunkt haben an Nutzern.
wie es mit dem Server aussieht. Ich denke mal, wir könnten so langsam aber sicher doch auch in den Server investieren. Obwohl die Einnahmen gerade ganz schön runtergehen. Okay. Ja, komm, also 300.000 sind wir jetzt gesprungen, also 72.000. Auf jeden Fall nicht geguckt. Verdammt. Transaktionen. Also wir springen von 247.000 mal locker flockig auf 300.000. Also wir machen über 50.000 am Tag momentan an Einnahmen. Was natürlich dann auch dafür sorgt, dass wir mehr Geld zur Verfügung haben. So 2, ein bisschen was Millionen. Gewinnen sie 1,4 sind immer noch wert. Hier haben wir hohe Dringlichkeit. So, und jetzt haben wir aber leider Gottes 5 davon und 3 davon mit drin. 78.000 haben und nicht haben. Komm, wir gucken mal, ob wir unseren hohen Preis durchkriegen. Ich muss aber durch, verdammt. Na gut. Dann nehmen wir das Geld halt gerne entgegen. So. Aber wenn wir pro Tag 50.000 Gewinn machen jetzt, so. Das ist schon gar nicht mal schlecht. Dann werden wir doch jetzt mal gucken, ob wir vielleicht eventuell bei so diversen Features, wo kommen wir? Oh, wir sind gleich an der Grenze, an der oberen, angestupst. Und mal hier mal ein bisschen was reinbuttern. Upsala. Da wollte ich gar nicht hin. Dass wir hier bei den Features noch ein bisschen Luft nach oben haben. Da würde ich sagen, dann bilden wir das hier noch fort. Ja, das sieht gut aus. Und dann gehen wir mal hier ins Bezahlsystem. Da kann ich bestimmt auch noch mal ein bisschen. Da ging sich auch noch was aus. Und, ach komm, wir holen die einfach raus. Wir haben genug Serverleistung. So, und darf ich hier noch ein bisschen mal? Ja, einmal. Gut. Okay. Also, wir haben jetzt das Ziel 17 Millionen, könnten, wenn sie wollten, und 50 Uhr benutzen wir, das ist aber. So, Zeitmaschine noch schnell noch anschieben, 66.000. Warum schwankt das so stark? Das schwankt mir zu stark, also das, was wir da an Geld einnehmen auf unserer Website, ne? Also nur 66.000, 72.000, 6.000 Unterschied, das ist schon ganz schön viel. Weiß ich nicht, ob ich gerade absolute Abwanderung habe an Nutzern oder so. Moment, wir gucken mal. Also sehe ich ja hier. Nee, da geht's doch eigentlich aufwärts. Oder steigen unsere Ausgaben auf der Server-Software-Seite so groß an? Ach, guck mal, wir könnten sogar den hier machen. Hier, den mittleren Cluster könnten wir uns sogar zulegen. Schön. Wo wir festgestellt haben, finanziell bringt uns das nicht. So, wie sieht es denn aus hier marketingtechnisch ganz gut eigentlich? Wie viel haben wir denn? Ja, okay. So, Backend-Komponenten machen alles wieder schön. Das läuft schon gut. 400.000 haben wir schon wieder. Wir könnten wieder ein bisschen in sowas investieren, glaube ich. Weil wir uns selber aus unserem Vertrag rausgekauft kriegen hier, ne? Also wenn wir dann mal drauf gucken, Risikokapital. Wir müssten schon 85 Millionen jetzt aufbringen, um uns hier rauszukaufen. Oder Top 1 werden. Also das sind die Ziele, die wir dann jetzt haben. Und ich denke, glaube ich eher, dass ich an der Börse schneller andere Unternehmen aufkaufen kann und die Seiten dann halt ein bisschen nach vorne bringe. Und dort halt eben viel nach neuen Auftrag. Achso. Dort viel erledigen kann. So 3 Millionen braucht man dafür, um die komplett zu übernehmen. Also das, da könnte man bald hinkommen. Ah, wie ein falscher Knopf gedrückt. Ich wollte nochmal Punchbox ein paar Aktien kaufen. Jetzt für 3,61 holen wir uns nochmal 100.000 Aktien hier. So. Erledigen. Haben wir schon mal 1,8 Millionen dort geparkt. Klar, für 2,4 Millionen könnte man die neue Software noch kaufen, aber das bringt mich jetzt auch erstmal nicht weiter. So. Marketing kann ich gleich nochmal machen, ne? Wir machen. Zack. Okay, also er geht aber auch in die Grenze rein, denn zum Start einer Stunde. Jetzt auch 5.000, 6.000 neue Nutzer, ne, zur Hauptstoßzeit hier. Das ist ja richtig viel, was dazukommt. Holla die Waldfee. Also da sollte denn jetzt heute Nacht doch wieder. Guck mal, die Schwankung allein hier von 66 auf 74.000. Uiuiuiuiui. Richtig. Die Zeitmaschine dreht sich. Wir bekommen wieder 76.000. Sind bei 70.000. Konto. Ups, da waren wir ziemlich weit runter, würde ich sagen, oder? Und bis auf 12.000 waren wir runter. Okay. Okay.
So, aber wir haben die 15 Millionen Nutzer geschafft. Das ist doch schon mal schön. Also wachsen tun wir mächtig. Mächtig gewaltig. Und können unsere Mitbewerber so langsam aber sicher doch einholen, hoffe ich doch. Und ja, den wollen wir mal kaufen. Daily Movement. Das ist ja erstmal scheißegal, was die machen. Was machen die überhaupt? So, Videoplattform, ne? Ja. Plattform, wenn man die aufnehmen mit. Ich denke mal, da könnten wir dann mit unserem Know-how und unseren Leuten da ordentlich was machen. So, du hast ein Angebot, ein recht schlechtes. Das können wir dann mal ablehnen. So. Na? Zeitmaschine nehmen. So. Null neue Investoren. Oh, jetzt sind beide Werbeaufträge aus. Das können wir natürlich gar nicht zulassen. Kostet auch 70.000. Hätten wir ja gerade da. Haben wir noch 60.000. Oh, Dringlichkeit. Ah ja, da könnten wir, müssen wir zwar ziemlich viel davon mitverkaufen, aber da könnten wir 91.000 bzw. ja so 88.000 mitgewinnen. Schade. Oh, den hätte ich jetzt gerne gehabt, muss ich sagen. Aber das hat sich jetzt hier erstmal einnivelliert, aber die bauen ja jetzt auch erstmal die ganzen anderen Sachen wieder, weil ich ziemlich viel wieder in die Features investiert habe. Und das werden wir jetzt auch gleich nochmal tun. Wir werden uns auf jeden Fall hier bei dem System noch ein bisschen Leute ranbesorgen. Und dann beim Bezahlsystem werden wir auch nochmal ein bisschen Leute besorgen. Dann sind wir schon bei 17, ein bisschen was. Das ist gut. Also hier, das geht ja richtig. Ich rubbel die Katze, da kann man ja richtig dolle drauf hämmern. Die muss man alleine schon 11 Millionen jetzt. Eine Funktion, aber eine Videofunktionalität ist natürlich für so einen Streamingdienst gar nicht mal so schlecht, ne? Für Editor kann man natürlich auch drauf hauen, aber die Videofunktion kostet zwar jetzt auch schon ordentlich CUs hier, aber komm mal. Komm mal zwei. So, 79.000, wir haben 100.000, sehr schön. So, du möchtest gerne mittlere Dringlichkeit? Na, ja. Die Unternehmen da bewertet? Da. Gut, dann gucken wir mal. Und Punchbox ist auch wieder ein bisschen mehr geworden. Und die sind wieder weniger wert geworden. Die sind bloß noch 2,8 Millionen mehr. 0,89 pro Aktie. Da gucken wir doch mal direkt hier bei unserem Punchbox. Wie viel kriegen wir da rauskriegen? 1,841. Da fehlt uns eine ganze Mille. Eine ganze Mille fehlt uns da. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn ausgeben kann noch irgendwie an der Börse oder so. Aber nee, ich bin ja fremdfinanziert, bin ich ja schon. So. Ja, das probieren wir nochmal. Mal gucken, ob wir einen Auftrag kriegen. Ja, kriegen wir. Sehr schön. Haben wir endlich mal ein bisschen mehr Flussmittel. Sind wir etwas liquider. Und gucken hier dann direkt mal nach. Wenn der jetzt gleich eine 100 steht, dann ziehen wir das hier auf. Geben 100.000 gleich auch wieder aus. Für Marketinggeschichten und dann. Und aber das ist echt schlecht. 5.000 Zuwachs. Nur oder pro Tick hier, das ist schon. So, Zahlen sind nicht schlecht. Wir sollten auf dem Aktienmarkt immer größer und dicker werden. So 81.000. Achte die Seite alleine ein. Also. Läuft gut, es läuft. Kann ich ein. Hohe Dringlichkeit 100.000, wenn wir hier kriegen. Davon, naja, okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hilft mir doch schon mal weiter. Da kann man doch hier schon mal wieder beim Mitbewerber ganz kurz mal anfragen, ob man ihn nicht kaufen möchte. Mal ruhig mal 200.000 wieder aus, würde ich sagen. Brauchen wir noch ein paar Aktien von ihm. Tätigen. Dann liegen da schon mal 2 Millionen. So, eine dritte. Da muss 3 Millionen liegen. Ja, komm hier. So. Also für den Fall des Falles haben wir sogar ein bisschen Geld wieder da. Gut. Wie viel Kredit kann ich eigentlich aufnehmen? Wenn ich jetzt einen Kredit aufnehmen wollen würde, ich kann 120.000, 70. Pff, ja fast nichts, ne? Da kriege ich hier gerade so 200. Das reicht nicht, um irgendeine Übernahme zu finanzieren. Muss ich mal einen Hedgefonds irgendwo auftreffen, der das für mich macht. Dann haben wir hier nochmal 100.000 verdient. Sehr schön. Und Zeitmaschine starten.
So eine knappe Mille brauchen wir noch. Warum Daily Movement? Ich will es nur probieren, ob ich es aufkaufen kann. Also wenn, dann müsste theoretisch gehen eigentlich. Warum soll es nicht funktionieren? Warum soll denn der Aktienmarkt drin sein? Wenn man da fusionieren kann und alles übernimmt. Mitarbeiter brauche ich ja nicht, ich habe ja meine eigenen, aber wenn dort quasi noch eine Webseite habe, wo ich sicherlich mit relativ günstigen Sachen nochmal schnell ein paar Nutzer auf meine Seite hosten kann oder ein Quermarketing machen kann oder. Ne, damit wir dann noch ein bisschen mehr, also noch ein Produkt, ein weiteres Produkt anbieten. Hat aber auch dauernd hohe Dringlichkeitsaufträge hier. Solche, was man durchaus verkaufen kann. Ja. Komm. Sehr schön. So. Ah, naja. Kommen der Sache immer näher, ne? 261.000 haben die noch, 2 Millionen. Wir haben 16. Und Twitch hat irgendwie. Also von irgendwoher muss ich ja die Nutzer kriegen. Das ist ja schon mal richtig. Ich meine, der Sprung hier zwischen, der ist nochmal richtig gut. Eventbook so klein. Twitter ist so groß geworden. Also Jitta, Azine. Warum ist Friendbook so klein geworden? Die hatten doch eigentlich. Ich dachte, wir sind nicht mehr. So, und hier sind wir aber häufig an den 100% dran. Ne? Ich glaube, wir müssen unbedingt auch mal beim Server nochmal vielleicht 10.000 reinschmeißen. So, und jetzt hier da für Komponenten. Ne? Aber das ist jetzt leer gegangen. Das ist ausgelaufen. Die müsste ich eigentlich nochmal schulen. Wie sieht das hier aus? Nochmal Training. So, untätig brauchen wir nicht. So. Gut. Das Laufen da hinten, ist irgendeiner unzufrieden? Einer Mitarbeiter eigentlich? Nö. Geht eigentlich alles. Gut. Dann hier einmal auf Angebot warten. Hohe Dringlichkeit. 3 Umrisskomponenten. Die habe ich gerade gar nicht. Ja. Kann ich das noch nicht verkaufen? Erbe kann ich nicht verkaufen. Gut, und aber bei den Servern, genau, bei den Servern, da werden wir jetzt einfach beim Hosting, werden wir nochmal einen 2600 Dollar Instanz hinzufügen. Das war dann so diese 2-3%, die ja da drüber war, um 19 Uhr, dass wir die dann damit abgefedert bekommen. So. Wie sieht's aus überhaupt mit dem Marketing hier? Das läuft noch 60 Stunden und das braucht noch ein bisschen, bis ich da wieder was in der Zeitmaschine starten. So. 75.000, 85, 82, 81. Die Schwankung ist echt groß. Da bin ich nicht mit zufrieden, dass das so große Schwankungen dort hat, aber. Gut, wir haben wieder eine 500.000 auf der hohen Bank. Der hohen Kante. Da werden wir dann mal wieder. 350.000 noch mal hier rein. Tätigen, dann haben wir 2,39. Also hätten wir ja, jetzt hätten wir eigentlich schon fast so viel, dass ich die bestmögliche Software, die man sich hier kaufen kann in dem Spiel, also Server-Software, dass ich die schon auf meinen Server legen kann, aber momentan. So, ja, jetzt die Schwankung. Na gut, 3.600 gehen auf das Konto, aber das sind jetzt doch 8.000 Euro, die da zwischen liegen. Dollar. Das mit den Währungen ist ja nicht so wichtig. Geld. Das ist aber wiederum wichtig. Ne? Wir spielen auch eine Wirtschaft zum Laufen. Da sollte Geld wichtig sein. Gut, dann gucken wir mal, was wir am nächsten Tag einnehmen hier. Zeitmaschine starten. Wer krank gemeldet, da sind es 79.000. Neu bewertet wurde immer noch nichts, ne? Okay. Ja, wenn wir dann die 2,5 Millionen, dann haben wir selber eine, also müssen das unbedingt hinkriegen, dass wir die komplett aufkaufen. Ich will das mal wissen, wenn ich die komplett aufgekauft habe, alle Aktien besitze, ob ich dann das Produkt hier reinkriege. Wäre ein schöner Umweg, um diese Meldung hier, ne, zu umgehen. Hohe Dringlichkeit und ich hätte sogar was ich verkaufen kann für 81.000. Probieren wir es doch mal. Kriegen wir hin. Wunderbar. Ja, das, jetzt ist es wirklich eine Kriegskasse, ne? Ich meine, ich hole mir ja nicht viel damit. Also 200.000 User ist jetzt nicht so die Welt. Im Vergleich zu meinen 15 Millionen. Aber momentan muss ich sagen, habe ich leider nicht mehr liquide Mittel, um das schnell zu machen. Und deswegen
muss denn auch funktionieren. Ich hoffe das einfach. Ich weiß gar nicht. Also habt ihr Erfahrung mit am Aktienmarkt quasi jemanden zu übernehmen? Wie das funktioniert? Also hier braucht man ja 19 Millionen für. Ich glaube, wenn ich den seine ganzen Aktien verkaufe, dann fällt sein Kurs erstmal ins Unermessliche. Weil ich bin jetzt dann der größte Aktionär dort. Hätte ja auch gedacht, dass man mal eine Dividende kriegt oder so. Das gibt's ja. So, wie sieht's hier aus? Achso, nee, nicht hier, sondern da muss ich gucken. Marketing, genau. Abgelaufen. Und du kannst auch noch mal einen Tag ein bisschen dazugeben. Damit wir ein bisschen Gas haben. Damit dann noch ein bisschen mehr neue Leute auf unseren Server kommen. Das lehnen wir mal ab. Und dann gucken wir selber mal noch bei den Features schnell mal rein. Und mal hier. Da ging schon mal was. Beim Bezahlsystem. Das lief auch sehr gut. 19 Millionen können wir. Also wir hätten, also quasi morgen haben wir durchaus die Chance, die 20 Millionen zu durchstoßen. Naja. Die 20 Millionen User zu durchstoßen, wenn wir genügend Marketingkapital haben in der Zeit. Basisreaktionszeit ist natürlich wirklich schlecht. Also 139 Millisekunden Bing ist ganz schön schlecht eigentlich. Aber gut, so ist es halt. So. Gut. 84.000 Einnahmen wieder durch die Seite. Auf dem Server ist ordentlich was los. Hier haben wir hohe Dringlichkeit. Da haben wir was drin, was wir verkaufen könnten, wollten, was wir gar nicht besitzen. Kommen 99.000. Wir versuchen es einfach. Wenn wir es kriegen, kriegen wir es. Müssen wir jetzt bloß abwarten, bis der erste die erste Komponente da fertig hat. Und dann kann ich hier auf Verkaufen klicken und das ist alles gut. Die sollte gleich reinkommen. Also das sollte jetzt echt nicht lange dauern. Punchbox. Kriege ich nochmal 99.000 von Punchbox? Schön. Das freut mich doch so. Ist nochmal eine neue Bewertung sind da. Jetzt gucken wir mal. 19 Euro. Die sind wieder ein bisschen mehr wert. Haben wir schon 2,4 Millionen hier. Okay. 2,4 Millionen hier. Plus 350.000 da sind 2,7 und Millionen. 2,8 sind sie wert. Also das könnten wir auch in der nächsten Folge versuchen. Gut. Dann war das jetzt erstmal eine Runde Startup Company hier auf Steam Studio wieder. Mein Name ist Marcel Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und in der nächsten Folge, denke ich mir mal, sollte es soweit sein, dass wir vielleicht die Übernahme hinkriegen. Ich weiß es nicht, ob das geht. Aber ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis denn. Tschüss.